ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir eine Map 50 Level Forest Death Run. Mal schauen, wie sie ist. Es soll auch wieder gratis XP geben, wie in fast jeder Map, die ich spiele. Da wollen wir uns doch mal anschauen, ob sich das rendiert, wie viele es gibt, ob sie pro Checkpoint gibt oder pro gewisser Spielzeit. Wie schwer die Map ist, schauen wir uns an, ob sie Spaß macht, ob sie Abwechslung bringt. Und ja, 50 Level. Creator KT9, den kennen wir ja schon. Wir haben schon einige Maps von ihm gespielt. Leichte wie auch schwere Maps tatsächlich, wo es auch schon mal den ein oder anderen Ausraster von mir gab, glaube ich zumindest. Und yo, ohne lang zu schnacken, Spiel starten würde ich sagen. So, Version 13, Mapcode gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Entschuldigung, aber Räuspern muss mal sein. So, Forest Death Run. Wollen wir doch mal schauen. Hier geht's los. Der erste Checkpoint. Kein XP für den Checkpoint. Schade. Okay, und das sieht schon mal... Wie soll ich sagen? Okay. Interessant aus. Man kann nicht sprinten und sich nicht hochziehen. Okay. Da muss man jetzt natürlich den passenden Augenblick abwarten und finden, wo man springen tut. Oh, hier unten ist ein Checkpoint. Gar nicht gesehen. Okay, keine XP. Und hier ist gerade ein Hühnchen oder irgendwas gestorben, was da drauf gegangen ist. Interessant. Sieht wirklich interessant aus. Und was macht denn der Froschtorte? Seht ihr das? Was ist mit dem Frosch los? Ach, ich muss hier unten durch. Darf man nicht übers Dach abkürzen, interessant. Nur schade, dass es kein XP gibt, wie angegeben. Kann man auf diese Blümchen? Man kann da drauf. Okay, das mit dem Schatten, dass der so... Was? Dass der so komisch hin und her wackelt, das irritiert mich gerade. Checkpoint Nummer 6 und ich bin langsam, ernsthaft. Nein, man kann auf der Kante nicht stehen bleiben. Okay, sehr interessant mit der Map. Das ist gar nicht so einfach mit dem grünen Zeug hier drüber. Oh
nein, 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 nein. Oh, nein, nein, der wollte nicht springen, der Hund. Oh, geschafft. Wir haben den Checkpoint noch geschafft. Oh, wir haben ihn noch bekommen. Hui, nice. Okay, hier jetzt das Leiden wäre echt assi. Aber interessant. Mit solchen Bauelementen hatten wir das überhaupt schon mal eine Map, die wir so gespielt haben? Ich weiß es gerade gar nicht. So. Das mit den gratis XP ist natürlich scheiße, dass hier angegeben wurde, aber es gibt keine. Finde ich ein bisschen schade von dem Creator, weil sonst konnte man auf ihn wirklich immer zählen, bei dem, was er geschrieben hat. Oh Mann, das wird noch einige Jahre dauern, bis ich das hier hingekriegt habe. Hä? Was? Wow. Hä? Wieso erwischen die mich in der Luft? Das ist doch Schwachsinn. Aber wir haben es geschafft. Okay, das hier ist chillig. Oha. Der wollte... Hallo? Taste? Du funktionierst noch? Ja. Hallo? Ui. Knapp. Alter, wäre jetzt da eine Wandfalle dahinter gewesen, na dann Brustmahlzeit. Oh nein, Stacheln an der Decke. Die mag ich nicht. Was? Ich weiß nicht wie, wir haben es irgendwie geschafft. Ui. Ui. Das war ein Satz mit X, würde ich mal sagen. Schön ist, dass es hier Levels gibt, die... Oh! Das war unbeabsichtigt. Ich habe jetzt das Ding schon ausgelöst. Scheiße, oder? Ich muss einfach mal kurz da runterspringen. Ja, es ist ausgelöst. Scheiße. Was denn das? Willst du mich verarschen? Wie soll ich das schaffen? Okay, Fischi. Was macht der? Hä? Lol. Was macht denn der Fisch? Nullpunkt Fisch. Und was macht der? Ah ja, ich hab verstanden, was er macht. Mhm.
Okay. Und ich komme da nicht bis hoch. Weil man den nur einmal aktivieren kann. Dann machen wir das so. Hä? Man kann ja keinen Doppelsprung machen oder sprinten, dass man hätte das irgendwie hinbekommen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Uiuiui. Jui. Okay, das war ge... Was? Warte mal... Hä? Was ist denn das? Hä? Wie? Ich weiß nicht wie, aber halte weh. So nicht. Hä? Das Ding hat nicht genug Bounce-Kraft. Oh mein Gott. Nein, ich skippe nicht. Geschafft. Was? Was? Hilfe? Wir machen es so. Wir sind gerade mal bei Level 23 und ich bin jetzt schon mit den meisten Sachen überfordert. Darauf erstmal einen schön kalten Latte Macchiato, vor allem bei dieser Wärme. Hä? Nein, ich war nicht mal drin! Jetzt würde ich am mindestens 50.000 XP haben! Was ist das? Hä? Okay, da gab's eine Münze? Lol. Und die hat kein XP gegeben. Sag mal, sieht man. Kann man die Map anzeigen? Was ist das für eine Insel? Die kenne ich gar nicht. Hier kann man voll das Jump'n'Run sehen. Wir sind aktuell dort. Okay. Nein! Oh nein. Wird auch wieder Jahrzehnte dauern. Mhm. Wir haben es geschafft. Entschuldigung, da war die Luft weg. Na, 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 ich hab's geschafft. Wölfe! Was habe ich gerade gemacht? Hä? Was?
Was habe ich da gerade gemacht, bitteschön? Sterbe ich jetzt? Mit 8 live überlebt. Oh nein. Ich mag diese Bounce-Dinger überhaupt nicht. Warum muss es die auf jeder Map geben? Das hat nicht mal ausgelöst. Alter! Was ist? Was ist das? Okay. Level 36. Was? Stopp. 12.000 XP? Okay, ich nehme alles zurück mit den XP, aber warum erst jetzt bei 37? Und was ist das? Ich bin zu schnell aufgestanden. Hallo? Nein! Scheiße, man schafft es bis zum zweiten. Scheiße! Haft. Okay, das, die ist so gut versteckt, die Falle. Ich hasse Deckenfallen und die hasse ich wirklich abgrundtief, weil man die nicht einschätzen kann. Kannst halt wirklich null einschätzen. Hey, halte W. Willst du mich verarschen? Du musst auch D und A drücken. Na, so nicht. Hier steht. Da steht. Halte W. Aber da oben ist so ein Ding, so ein Bounce-Rotz-Zeug versteckt. Okay, 8 Level noch. Willst du mich jetzt ganz verarschen? Der ist wieder nicht geschwungen. Ich brauche einen Schluck Kaffee. So. Jetzt, meine Güte, Alter, was war das denn gerade? Hä? Oh nein! Nein! Ich hab's geschafft.
Aha, aha, okay. Brösche! Brösche! Tut mir leid. Ein bisschen Spaß muss sein. Was war denn das für eine Falle? Ah! Ich verstehe. Hä? Was ist gerade passiert? Wie viel Schuss hat man mit dem Ding? 10. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Dahin. Hier gab es keinen Checkpoint, das ist scheiße. Es war knapp. Jetzt einfach nur hier runter? Ja. So nicht. Dann aber so. Boah, diese Wölfe. Ey, letztes Level. Was ist das denn? Bleib doch nicht hängen! Jo, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Da ist noch eine Münze, die gönnen wir uns. Aber die bringt auch nichts. Irgendwie. Komisch. Auf wie. Oh Gott, Entschuldigung. Die Map an sich ist auf jeden Fall nichts für Anfänger, muss ich sagen. XP-Verteilung. Ja, gut, es wird geschrieben, es gibt XP. Es gab einmal 12.000 XP. Aber das war's dann auch irgendwie. Und ansonsten. Das Design ist richtig geil. Also. Boah, der legt sich halt immer richtig schön ins Zeug. Und sonst, puh, was soll ich noch sagen? Ja, Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, zeigt es mir damit. Schickt mir eure Mapcodes. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Video.